Hallo zusammen. Willkommen zu meinem Online-Kurs in Meditation. Oder was ist Meditation und was nicht? Ich heiße Dennis, bin 42 Jahre alt, habe eine wunderbare Frau und drei wunderbare Kinder. Zwei Hunde tanzen auch noch in unserem Haus herum. Und im gesellschaftlichen Leben bin ich Musikpädagoge und Musiker. Dies soll zu meiner Person völlig ausreichen und mehr werdet ihr darüber nicht hören. Ich spreche deshalb so langsam, nicht weil ich unheimlich besonnen und spirituell klingen möchte, sondern weil das ganze Ding hier nicht geskriptet ist und ich aber möglichst frei sprechen möchte. Ich möchte, dass das Ganze in einem Fluss geschieht und dass ich wirklich aus der Stille heraus sprechen kann. Deshalb sei es mir verziehen, wenn ich manchmal ein wenig stocke und in mich höre, was zu sagen ist. Denn bis auf ein paar, tada, hallo lustiger meditierender Hase mit Bart, denn bis auf ein paar Punkte habe ich mir eigentlich nichts notiert und versuche das Ganze in eine schöne Geschichte für euch zu verpacken, um euch das Thema Meditation ein wenig näher zu bringen oder besser gesagt, um tief in die ganze Geschichte einzutauchen. Und damit beginnt auch schon unsere wilde Fahrt. Was ist Meditation? Ich finde, man kann das Feld am besten abstecken, wenn man erst einmal benennt, was Meditation nicht ist. Meditation ist keine Entspannungsübung. Das bedeutet, wenn ihr gestresst seid und ihr erwartet, dass diese Art der Meditation, die ich euch näher bringe, irgendwie für Entspannung sorgen kann, dann ist dem nicht so. Das kann sogar alles andere als entspannend sein. Die Meditation, von der hier die Rede ist, hat auf keinen Fall am Anfang eine entspannende Wirkung. Es kann durchaus geschehen, so als Unfall, aber je tiefer wir gehen, desto weniger Entspannung werden wir wahrscheinlich fühlen. Denn, wie heißt es so schön, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Also Meditation ist für mich keine Entspannungsübung. Meditation ist auch keine Achtsamkeitsübung. Das bedeutet, heutzutage wird man ja sogar schon vom Hausarzt zu Achtsamkeitsübungen verdonnert und man soll zu einem Achtsamkeitstrainer oder in eine Achtsamkeitsklinik gehen. Nein, damit hat die Art der Meditation, die ich meine, auch nichts zu tun. Ich würde sogar sagen, Achtsamkeit und Meditation spielt noch nicht mal auf demselben Planeten. Die sind vielleicht ganz entfernt verwandt, aber ja, nein. Also ich würde sagen, Meditation ist keine Achtsamkeitsübung. Meditation ist auch keine Technik. Das heißt, ich habe kein Handwerkszeug, das ich dir an die Hand geben kann. Ich kann beschreibend tätig sein. Ich kann versuchen, jemanden an den Rand zu führen. Aber wie bei vielem Springen muss man dann alleine. Und wie das geht, keine Ahnung. Es ist keine Technik. Deshalb sage ich das. Das heißt, ich kann nicht sagen, du musst 10-mal einatmen. Und dann erscheint dir der Heilige Geist. Nein, keine Technik. Meditation ist auch kein Weg. Meditation ist keine Philosophie oder Weltanschauung. Das heißt, ich kann dir keine Gebote oder Verbote geben.
Und ich kann daraus auch keine tolle Geschichte stricken oder Legenden erzählen. Das ist Meditation für mich auch nicht. Und somit kann ich Meditation natürlich auch nicht lehren oder lernen. Und ja, zu Recht deine Frage. Ja, und was soll das hier? Ja, ich kann jemanden an die Raketenrampe führen. Und ich kann auch mit jemandem zusehen, wie eine Rakete startet. Aber ich kann dir nicht zeigen, wie es ist, in der Rakete zu sitzen und mit der Rakete zu fliegen. Ich kann dir die Tür öffnen, ich kann dich auch noch festschnallen an dem Sitz, aber fliegen, mein Lieber, musste oder meine Liebe, das müsst ihr alleine. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Meditation, von der ich spreche, eine Folge, eine Konsequenz ist. Und über diese Folge und Konsequenz möchte ich gerne mit euch sprechen.